ESTV, Videos aus der Region. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einem Gespräch in der Reihe Gesund Leben. Die Esslinger Zeitung beschäftigt sich im Rahmen ihrer Serie Gesund Leben ja schon seit einigen Wochen, unter anderem mit dem Thema Herz-Kreislauf. Dazu darf ich heute in unserem Studio den Experten Dr. Martin Arnold begrüßen. Dr. Arnold ist seit Mai diesen Jahres Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie im Klinikum Esslingen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Wir haben auch die Leserinnen und Leser aufgerufen, Fragen einzusenden, und ein Teil dieser Fragen fließt auch in unser Gespräch ein. Patienten kommen mit Beschwerden, aber sie kommen auch mit vielen Fragezeichen. Die Begriffe in der Medizin sind vielen fremd, was sie und da würde ich sagen, wir fangen einfach mal damit an. Sie sind im Klinikum Chefarzt für Kardiologie. Ich glaube, da können die meisten noch was mit anfangen. Angiologie, falls ich das so jetzt richtig ausgesprochen habe, und Pneumologie. Das heißt, Sie sind Spezialist für? Ja, man kann es auf Deutsch übersetzen, Spezialist für Herz, Kreislauf, Gefäß und Lungenerkrankungen. Das bringt uns dann der Sache schon wahrscheinlich sehr viel näher. Herz, Blutgefäße, Lunge. Wozu braucht das eine Organ das andere? Es hängt ja irgendwie alles zusammen. Also stellen wir es ein bisschen vor wie ein Auto. Wir haben einen Motor, wir haben Benzinleitungen. Irgendwo muss auch Luft in das ganze Getriebe rein. Wie hängt das im Körper, im Menschen, in der Biologie zusammen? Ja, man kann sich einfach vorstellen, dass unser ganzer Körper nichts anderes ist als ein ganz großer Sauerstoffverbraucher. Und die Lunge, das Herz und das Gefäßsystem sind einfach dazu da, den Sauerstoff in den Körper aufzunehmen. Das passiert in der Lunge. Dort wird eben das Sauerstoff in der Lunge aus der Luft in das Blut übergeführt und dann eben in den Gefäßsystem transportiert. Und der Antrieb im Gefäßsystem, wie das Blut durch unseren Körper gepumpt wird, das ist eben das Herz und das ist eben der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Organsystemen. Also wir laufen nicht mit Benzin oder Strom, sondern hauptsächlich mit Sauerstoff. Mit Sauerstoff. Und Blut. Ja. Oder was ist das Blut? Blut ist einfach der Transportkörper, das heißt, der Sauerstoff hängt sich an die Blutkörperchen. Die werden durch den Körper gepumpt und dann in den einzelnen Organen im Gewebe dann der Sauerstoff vom Blut, von den Blutkörperchen wieder an das Gewebe abgegeben und dort in den Zellen, die das Gewebe ja ausmachen, dann verbraucht. Gut, das ist sehr schön erklärt und sehr anschaulich. Heißt das dann auch, wenn alles so, wie Sie es jetzt erläutert haben, dass die Störung in einem dieser Organe auch Störungen einem anderen nach sich ziehen können, oder kann man das separat betrachten? Es gibt verschiedene Erkrankungen. Es kann sein, dass es eben separat ist, dass einzelne Organe für sich erkrankt sind. Es ist natürlich so, dass sie auch wechselwirken. Beispiel zum Beispiel ist der Bluthochdruck, wo zum Beispiel Herz- und Gefäßsystem aufeinander wirken. Es gibt eben beides. Es gibt sozusagen die einzelne erkrankten Organe und auch die Wechselwirkung zwischen den Organen. Das heißt, Sie müssen da auch immer aufpassen, dass, wenn Sie irgendwelche Eingriffe oder Medikamente verschreiben, dass sich das nicht von dem einen auf das andere negativ auswirkt. Das ist das Grundprinzip bei Medikamenten, dass natürlich Wechselwirkungen bestehen können oder Wirkungen in anderen Organen, weil es natürlich so ist, dass unser Körper Bausteine, die irgendwo funktionieren, gern auch in anderen Organen wiederverwendet. Und dementsprechend kann es sein, dass die Wirkung in einem Organ auch Wirkungen in anderen Organen nach sich zieht und die vielleicht dann gar nicht so sind, wie man sich es gewünscht hat oder vorgestellt hat. Das sind dann die berühmten Nebenwirkungen, unter anderem. Was sind die häufigsten Krankheiten in Ihrem Bereich, mit denen Sie zu tun haben? Also die häufigsten Erkrankungen, mit denen wir im Herz-Kreislauf-System und im Lungensystem zu tun haben, ist einfach der Bluthochdruck mit den Folgeerkrankungen, die dann kommen. Das heißt, Herzinfarkte sind beispielsweise eine Folge von dem Ganzen. Das Weitere, was sehr häufig ist, sind Lungenerkrankungen im Sinne von einer chronischen Bronchitis, die sehr häufig auftritt. Und dann natürlich Erkrankungen der Herzklappen und Rhythmusstörungen des Herzens. Gut, jetzt hat man ja schon mal ein paar Ansatzpunkte, wo man vielleicht dann auch mal nachgoogeln kann. Was könnte ich eigentlich haben? Was halten Sie eigentlich davon? Das fällt mir jetzt so spontan ein, diese Frage. Was halten Sie davon, von dieser Selbstdiagnostizierung? Ist das ein Problem oder ist das manchmal auch gut, wenn die Leute dann sagen, okay, ich brauche Sauerstoff, muss ich jetzt mal googeln, oder ich habe die und die Beschwerden, muss ich jetzt mal googeln und dann weiß ich, was zu tun ist?
Es ist genauso, wie Sie es beschreiben. Es hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, dass einfach Informationen sehr leicht zugänglich sind. Mhm. Die Schwierigkeit ist wie immer, wie in der Medizin, wie in anderen Bereichen, dass man eben diese Informationen, die man bekommt, richtig einordnen muss. Und das ist das, was man in der Werbung immer so schön hört. Bei Medikamenten fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, der einfach dann dabei hilft, diese Informationen richtig einzuordnen, richtig zu gewichten. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man eben nicht aus dem Fachbereich ist und die Hintergrundinformationen nicht kennt, verlässliche Quellen zu identifizieren. Mhm. Wie lange, wenn Leute dann am Ende doch, wenn es schlimm kommt, kommen sie ins Krankenhaus, in die Klinik? Meistens muss es ja nicht sein, aber wenn es dann so ist, gibt es da so einen Schnitt, wie lange ein Patient dort liegt? Oder ist es so unterschiedlich, dass man da keinen Schnitt angeben kann? Es ist natürlich abhängig von dem Krankheitsbild. Es gibt Statistiken. In den Krankenhäusern ist es so, dass in unserer Abteilung die mittlere Verweildauer im Krankenhaus ungefähr bei 5 Tagen liegt. Mhm. Wobei da ein riesengroßer Unterschied ist zwischen zum Beispiel Herzkatheteruntersuchungen, die durchgeführt wurden, die Patienten am selben Tag wieder nach Hause gehen können. Mhm. Oder auch Patienten, die über den Notarzt notfallmäßig eingewiesen werden, die teilweise Monate sogar dann im Krankenhaus behandelt werden. Mhm. Gibt es noch sowas wie Routineoperationen oder gibt es sogar immer mehr davon? Früher hat man immer gesagt, Blinddarmoperationen, das ist ein Klacks oder so. Ist es wahrscheinlich nicht, aber es kam irgendwie immer so rüber, weil es halt so oft gemacht wird. Haben Sie solche Sachen auch? Das Angenehme und das Schöne ist, dass alles, was wir machen, Routineeingriffe sind. Mhm. Natürlich gibt es da komplexere Routineeingriffe, die natürlich mehr Vortraining erfordern, mehr technischen Aufwand, größeren Personalaufwand erfordern. Das Gute ist einfach, dass inzwischen der medizinische Fortschritt so weit vorgedrungen ist, dass einfach viele der Eingriffe, die wir durchführen, so standardisiert sind, dass man auch, wenn sie schwierig sind, sagen kann, dass Routineeingriffe sind. Okay, das ist ja eher eine gute Nachricht, würde ich sagen. Welche Operationen sind besonders kompliziert, wo Sie sagen, oh, jetzt muss ich mich auch ein bisschen mental darauf vorbereiten und ich weiß nicht, vielleicht geht man sogar im Kopf nochmal durch? Also eine Herausforderung sind natürlich Notfalleingriffe. Mhm. Das sind zum einen Eingriffe bei akuten Herzinfarkten. Die sind nicht unbedingt besonders komplex oder schwierig, aber es ist natürlich so, dass eine Situation ist, die sehr dringlich ist, notfallmäßig ist und natürlich den Patienten vorher nicht kennt, die Umgebungsbedingungen oder die Rahmenbedingungen in der Situation nicht kennt und natürlich dann auch die Situation sozusagen neu ist und die sich auch sehr schnell verändern kann. Also dass sozusagen eine stabile Situation sehr, sehr schnell in eine gefährliche Kritzsituation sich ändern kann. Mhm. Und das sind eben Situationen, wo man so ein bisschen doch gewisses Lampenfieber dann auch mit vor so einem Eingriff mit hat. Es gibt andere Eingriffe, die einfach von Technik her ein bisschen komplexer sind, aufwendiger sind, wo man an sich schon bei der Vorbereitung für den Eingriff einige vorbereitende Untersuchungen macht, die genau evaluiert. Da gibt es zum Beispiel Eingriffe an der Trikuspidalklappe, die relativ komplex sind. Aber es ist auch was, man bereitet sich einfach mit der Vorbereitung des Patienten vor, um einfach die spezifische Anatomie, das ist einfach die Gegebenheiten des einzelnen Patienten kennenzulernen und ist dann mit dem Patienten vorbereitet für den Eingriff. Okay. Spezielle Anatomie meint auch, wie tief muss ich schneiden und sowas, ne? Gut, wir sind natürlich im Oberbegriff Internisten, das heißt also nicht wirklich schneiden tätig, sondern kathetertechnisch interventionell, das heißt durch Schlüssellochtherapie, sodass das tiefe Schneiden gar nicht so im Vordergrund steht, sondern wir haben meistens Standardzugänge über die Schlagadern oder die Venen, über die wir dann Zugriff in das Gefäßsystem zum Herzen dann bekommen. Schneiden tun wir auch bei der Implantation von Schrittmachern, von implantierbaren Defibrillatoren. Da ist die Schnitttiefe aber relativ oberflächlich, man muss einfach nur durch die obersten Hautschichten durch. Es ist einfach sozusagen die Abfolge, die Komplikationen, die auftreten können. Und wie gesagt, die individuelle Körperform, so nenne ich es jetzt einfach mal, des Patienten, die Einfluss haben auf die Technik, die man verwenden kann. Jetzt hängen Sie natürlich wie mehr vielleicht noch als andere Branchen sehr stark am Stromnetz dran, weil bei Ihnen geht es oft um Leben und Tod oder um die Existenz. Jetzt ist immer mal wieder von einem Blackout die Rede, es könnte auch mal sein, dass die Stromnetze zusammenbrechen wegen der Energiekrise, in der wir stecken. Mal angenommen, sowas würde wirklich passieren, wie lange könnte eine Klinik wie das Klinikum in Esslingen trotzdem noch durchhalten mit Notstromaggregaten? Es wird ja Vorbereitungen sicherlich geben. Genau, also unser Vorteil ist eben, dass wir schon immer als kritische Infrastruktur erkannt sind. Es ist ja eindeutig, dass ein Krankenhaus was ist, was eben funktionieren muss, sodass es da schon immer Vorbereitung gab. Es ist so, wenn jetzt akut Stromausfall wäre, gibt es so
Brücken, ich nenne es mal Akkus, einfach über die dann einfach die wichtigsten Bereiche im Krankenhaus weiter mit Strom versorgt werden. Das sind zum Beispiel die Operationstrakte, die Intensivstationen, wo natürlich auch Patienten und Beatmungsgeräte sind. Das ist was, was über die Brückentechnik einfach gesichert ist, einfach über Stromspeicher, die zur Verfügung stehen. Und wenn es über längere Zeit geht, ist eben so, dass dann Notstromaggregate dann anlaufen würden nach dieser Überbrückungsphase. Und das ist natürlich auch so, dass die nicht das ganze Krankenhaus mit Strom versorgen können, sondern auch nur wieder diese Kernteile mit einer Grundversorgung, das aber dann einfach davon abhängt, wie viel Dieselzustrom oder Nachschub wir haben. Das heißt, solange der Dieselnachschub da ist, kann man diese Aggregate dann einfach dauerhaft betreiben. Was natürlich schon bedeuten würde, dass das Krankenhaus im Prinzip halt nur noch dann diese Notfallversorgung, wie man es teilweise aus der Corona-Pandemie gekannt hat, dass einfach halt wirklich nur noch dringliche Eingriffe gemacht werden, auch Patienten, die halt wirklich akut behandlungsbedürftig sind, dann im Krankenhaus behandelt werden müssten. Und auch aus Sicherheitsgründen würde man Patienten, die dann elektiv, wie man es immer so schön nennt, die halt einfach geplant behandelt werden könnten, dann in so einer Situation dann eben nicht im Krankenhaus behandelt würde. Mhm. Wieder zurück mal zu den Krankheiten. Gibt es in Ihrem Bereich jetzt auch Krankheiten, die sich so schnell nicht zu erkennen geben, aber vielleicht doch ganz schön gefährlich werden können? Das ist das große Problem im Bereich der Kardiologie, also der Herzerkrankungen, dass man viele Dinge überhaupt nicht spürt und teilweise ohne Vorwarnung auftreten. Also ein Beispiel ist ja der sogenannte plötzliche Herztod, wo Patienten von einem auf den anderen Moment bewusstlos umfallen und da sterben können. Und der Hintergrund ist eben, dass dahinter meistens Veränderungen in den Herzkranzgefäßen stecken, die dann eben halt in dieser Situation Beschwerde machen, aber ohne Vorwarnzeichen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo es schwierig ist, jetzt speziell die Patienten vorher zu schulen. Was man natürlich kennt, sind einfach die allgemeinen Risikofaktoren, die zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Und das ist der Grund, warum eben dann meine Kollegen und ich und natürlich auch die ganze Gesundheitspolitik in dem Bereich sehr, sehr aggressiv versuchen zu informieren, eben diese klassischen Risikofaktoren, die sein können, das heißt Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Rauchen eben als Begleiterkrankung, Blutfette, die erhöht sind, dass man eben in dem Bereich das eine ist kontrolliert und wenn da Veränderungen wären oder Erkrankungen vorliegen, würde die auch wirklich behandelt und konsequent behandelt, damit es eben dann zu diesen Folgeerkrankungen wie Veränderungen in Herzkranzgefäßen, Schlaganfällen und so weiter erst gar nicht kommen kann. Und das kann man auch bei seinem Hausarzt oder sogar bei sich zu Hause machen. Also Blutmessungen kann man ja selber, also Blutdruck messen kann man ja selber. Aber manche Dinge vielleicht, also Sie sagen Vorsorge, ne, wahrscheinlich. Es ist halt auch so, man kann natürlich jetzt, wenn man meine Körperform anguckt, natürlich so ein bisschen sehen, wie man aktiv oder welchen Lebensstil das man führt. Und es ist einfach so, natürlich, wenn man so ein bisschen überernährt ist, wenn man sich wenig bewegt, dann ist man an sich ein Risikokandidat für diese Erkrankungen. Mhm. Und das ist einfach ein Punkt, wo man dann auch so ein bisschen genauer nachsorgen lassen sollte. Das heißt, dann doch mal Vorsorgeuntersuchungen beim Hausarzt machen, Blutdruck messen bei Gelegenheit. Oder auch, wenn man einfach über längere Zeit hat, übergewichtet, auch mal gucken, ob wirklich sich ein Diabetes entwickelt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man hört immer mal wieder von Leuten, die oft und sehr, sehr oft beim Arzt sind und am Ende dann immer wieder nach Hause geschickt werden mit dem Kommentar, sie sind aber doch eigentlich gesund. Vielleicht stimmt das nicht, vielleicht ist das nur eine Legende, die sich irgendwie hält, aber es gibt sicherlich Wehwehchen und die Frage ist, muss ich eigentlich immer, wenn es zwickt, schon zum Arzt? Wann fängt das an? Wo hört das auf? Wenn das Herz mal schneller geht, ist das schon ein Warnzeichen? Wenn ich Stiche spüre, die keine Seiten, oder wo ich, vielleicht sind es ja auch nur Seitenstiche oder so, keine Ahnung, aber wenn ich irgendetwas spüre, muss ich zum Arzt oder kann man auch mal sagen, jetzt warte ich erstmal ab und was in den nächsten Minuten passiert? Also man muss natürlich nicht immer bei jedem kleinen Wehwehchen, wie Sie es nennen, zum Arzt laufen. Es ist natürlich so, dass viele dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen so sind, dass man das Gefühl auch hat, dass es anders ist als normal. Mhm. Und dieses subjektive Gefühl, dieses Bauchgefühl, das da mit dabei ist, wenn sowas auftritt, sagt, das ist jetzt komisch und ist teilweise auch bedrohlich. Das ist ein sehr starkes Warnzeichen. Das ist ein Punkt, wo man dann wirklich dann auch vom Sofa aufstehen sollte und sagt, das sitze ich jetzt nicht aus, sondern ich gehe zum Arzt. Beziehungsweise wenn es wirklich sehr bedrohlich wird, vor allem diese Brustschmerzen, diese klassischen, die dann Zeichen sein können für einen Herzinfarkt, dass man dann da wirklich nicht abwartet. Das ist genau das Spannungsfeld zwischen was ist ein Wehwehchen und was nicht. Und wie gesagt, die kleine Faustregel ist eben, wenn es so ist, dass man es als bedrohlich, ungewöhnlich empfindet, dann ist es wirklich ein Grund, dann Kontakt mit dem Arzt aufzunehmen. Mhm. Gut, das ist, glaube ich, ein sehr guter Rat. Eine Frage, die Sie jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben, wie passe ich auf mich selber am besten auf?
Ich würde mal zwei Mustertypen vorstellen. Es gibt natürlich hunderte, aber mal zwei jeweils am unterschiedlichen Ende der Typenliste. Nehmen wir mal den einen Mustertyp, sagen wir eine Frau oder ein Mann, komplett fit, läuft dreimal die Woche, 5 oder 10 Kilometer, geht ins Fitnessstudio, achtet auf Ernährung, raucht nicht, trinkt vielleicht nur zu besonderen Anlässen. Muss so ein Mensch überhaupt noch auf irgendetwas achten oder kann man nur sagen, ja, bei dem läuft es ja? Also grundsätzlich läuft es da schon mal ganz gut. Mhm. Der Nachteil, oder es gibt immer sozusagen ein Drawback bei der ganzen Sache, es gibt natürlich eine genetische Komponente. Und ganz egal, wie gut man sich verhält, kann es trotzdem sein, dass einfach eine familiäre Veranlagung ist. Das heißt, wenn in der Familie zum Beispiel Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte bekannt sind, dann kann es sein, dass die trotzdem auftreten, weil natürlich diese genetische Komponente einen starken Einfluss hat. Es gibt auch Erkrankungen, zum Beispiel Auftreten von Herzrhythmusstörungen bei sehr sportlichen Menschen. Sogenannte Vorhofflimmern tritt vor allem bei sehr, sehr stark trainierten Ausdauersportlern mit auf. Mhm. Marathonläufern, Triathleten, Ausdauerschwimmern. Wo es einfach so ist, durch diesen Trainingseffekt, dass das autonome Nervensystem, nennt man also das unbewusste Nervensystem, den autonomen Tonus, sagt man, sehr, sehr, sehr verstärkt durch dieses Training und dadurch einfach der normale Herzrhythmus so verlangsamt wird, dass dann andere Herzrhythmusstörungen auftreten können. Und das sind oft Patienten, die bei mir in der Sprechstunde sind, die furchtbar enttäuscht sind, weil sie sagen, ich mache viel Sport, ich lebe gesund und jetzt habe ich plötzlich Herzrhythmusstörungen. Wie kann man das erklären? Mhm. Also es gibt natürlich wie immer die Ausnahme von der Regel. Grundsätzlich ist genau diese Lebensweise eine sehr gute. Man darf aber nicht enttäuscht sein, wenn doch Ausreißer passieren und trotzdem Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten. Und es kann auch zu viel sein, individuell, das verschieden sicherlich. Ne? Das kann zu viel sein. So, und der Typ 2, den kennen wir auch, bewegt sich sehr wenig, ernährt sich nicht besonders gut, vielleicht ausschließlich mit Fast Food und Dosenessen. Die Wege sind alle schwer, es reicht vielleicht noch für einen kleinen Spaziergang, dann hört es aber schon mehr oder weniger aus. Beim Treppenlaufen setzt das Schnaufen schnell ein. Da muss man nicht fragen, glaube ich, was wäre generell zu tun. Aber was würden Sie so einem Menschen raten, wie kann er damit anfangen, gesünder zu werden? Weil ich glaube, einfach nur zu sagen, ja, beweg dich mal ein bisschen mehr und ess mal anders, das würde möglicherweise nicht reichen. Also im Prinzip ist immer, man braucht einfach einen gewissen Ansporn und ein Ansporn ist oft einfach eine soziale Komponente. Mhm. Das heißt, wenn ich einfach einen Freundeskreis habe, Bekannte habe, mit denen ich mich einfach auch körperlich betätigen kann, dann ist das einfach ein Anreiz, dass einfach das Bewegen an sich nicht im Vordergrund steht, sondern einfach das soziale Erleben. Und wir sind einfach soziale Tiere, die Menschen, sodass das ein sehr, sehr, sehr starker Faktor ist und ein Antrieb wäre. Und ähnlich ist es mit dem Essen. Natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt alleinstehend ist und nur für sich das Essen selbst sozusagen holt, zubereitet. Wenn man die Möglichkeit hat, in einer Gruppe zu essen und auch sozusagen das als positiven Faktor die Gesellschaft einfach wieder sieht, ist das auch eine Möglichkeit, wie man einfach leichter die Ernährung umstellen kann und einfach auch den Anreiz hat, sich anders zu ernähren. Das heißt, immer die Verknüpfung, wie bei der Kindererziehung, ist immer mit einem positiven Faktor, macht es viel, viel leichter als eben diese Strenge und Verbotsvorgabe. Das ist einfach sozusagen ein schwieriger Weg, jemanden zu motivieren. Und es reichen wirklich kleine Schritte, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Untersuchungen, dass wenn man 3-mal in der Woche 20 Minuten spazieren geht, dass das einfach schon das Risiko für die Erkrankung an Herz-Kreislauf-System deutlich reduziert. Und 3-mal die Woche, das ist ja nicht allzu viel. Ja. Wenn man vielleicht sich einen Hund anschafft oder irgendwelche anderen Anreize hat, damit man sich wirklich bewegt. Und man merkt auch, mit zunehmender Bewegung macht auch die Bewegung mehr Spaß. Also der Anfang ist, glaube ich, das Schwierige. Wenn man das mit positiven Anreizen verknüpft, dann ist es ein guter Weg. Ja, auch eine überraschende Antwort und auch sehr hilfreich, hoffe ich, für viele. In unserer Serie Gesund Leben haben wir auch über Herzschmerz gesprochen und geschrieben, es ist keine poetische Erfindung, ne? Der ist real. Wenn dann mal wirklich Kummer da ist, aus den verschiedensten Gründen, spielt erstmal keine Rolle, aber wenn der Kummer da ist, das kann aufs Herz tatsächlich gehen. Ne? Genau, also es gibt den Fachbegriff, also es gibt sozusagen den populärwissenschaftlichen Fachbegriff des Broken Heart Syndroms und da gibt es sozusagen den kardiologischen Fachbegriff dazu, das nennt sich Takotsubo-Kardiomyopathie. Und es ist ein Auftreten einer Herzschwäche nach einem sehr stark emotionalen Ereignis oder Erlebnis. Das kann zum Beispiel der Verlust eines Lebenspartners sein. Ich habe Menschen gesehen, die haben einen Hausbrand miterlebt und als Folge dessen entwickelt sich dann eine Herzschwäche. Das Gute daran ist, dass es meistens vorübergehend ist. Was irritierend ist, dass natürlich in der Akutsituation oft die gleichen Beschwerden macht wie ein Herzinfarkt. Oft auch die Diagnostik, also unsere EKG-Analysen, sehr ähnlich aussehen wie bei einem Herzinfarkt,
sodass man immer eben den Unterschied zu einem Herzinfarkt dann einfach kontrollieren muss. Das heißt, man muss in den meisten Fällen eine Herzkatheteruntersuchung durchführen, um auszuschließen, dass eben kein Herzinfarkt ist. Und dann eben dann aufgrund des Bildes, das man sieht im Ultraschall, wie das Herz sich bewegt, eben die Diagnose dieses Broken Heart Syndroms stellen kann. Es ist, wie gesagt, in den meisten Fällen eine gutartige Erkrankung, die aber bei erneuten emotionalen Ereignissen wieder auftreten kann. Gut, und bei der Heilung kommen wir dann auch schon wieder sind wir in der Medizin, aber wir kommen dann auch schnell wieder in den sozialen und psychologischen Bereich. Ne? Wobei der Anfang natürlich sehr, sehr schulmedizinisch ist, einfach eine medikamentöse Therapie, um das Herz zu entlasten. Und natürlich geht es darum, diese, ja, ich nenne es mal, übermäßigen Stresssituationen abrufen zu können. Ne? Zu guter Letzt noch eine persönliche Frage. Sie haben Tag für Tag und seit vielen Jahren mit Krankheiten zu tun, die im wahrsten Sinne des Wortes an die Existenz gehen, leider auch tödlich sein können. Wie befreien Sie sich persönlich davon, wenn Sie dann nach Hause gehen, ins private Leben treten? Geht das überhaupt oder nimmt man das immer und überall hin mit? Also ich glaube, ein großer Vorteil überhaupt des ärztlichen Berufs ist, dass man in den meisten Fällen ja helfen kann. Und es gibt, glaube ich, wenig schönere Erlebnisse, als wenn man anderen Menschen helfen kann, vor allem gesundheitlich. Das ist ein sehr, sehr starkes Feedback und sehr starke, ja, Verstärkung, die man da erhält. Das andere ist, dass wir natürlich eigentlich alle uns mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen müssten und wir in unserem Beruf natürlich so ein bisschen gezwungen werden, beziehungsweise mit der Nase auf dieses Problem gedrückt werden und das natürlich sehr früh in unserem beruflichen Leben machen müssen, sodass man das irgendwann als wirklich Teil des Lebens, was es eigentlich ja auch ist, sehen kann. Wichtig ist einfach nur, dass bei der Behandlung, wenn der Patient dann doch verstirbt, dass man einfach weiß, dass man das Bestmögliche getan hat und die beste Therapie für den Patienten zur Verfügung gestellt hat. Und mit dem Wissen und dem Gesamtwissen, dass unser aller Leben endlich ist, glaube ich, kann man das dann ganz gut einordnen und dementsprechend natürlich dann auch Erlebnisse, die tagsüber sind, dann auch ganz gut sozusagen zurückstellen kann, wenn man dann ins Privatleben geht. Herr Dr. Arnold, ganz herzlichen Dank für dieses spannende und hochinteressante Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch viele Patienten, die glücklich sind, nachdem sie bei Ihnen gewesen sind. Herzlichen Dank. Dankeschön.